Was für ein Götterkult wurde hier in der Antike betrieben? Warum steht hier ein Altar mitten in der Wildnis? Hier in der Nähe des Autobahntunnels Königsherner Berge steht eine Brücke. Doch warum gibt es hier keine Straße? Es gibt einige Brücken dieser Art in Deutschland. Man nennt sie Soda-Brücke, weil sie einfach so dastehen. Diese hier entstand bei dem Bau der Reichsautobahn nach Breslau in den 1930er Jahren. Im Herbst 1935 wurde der Bauabschnitt von Dresden nach Bautzen zum sofortigen Bau freigegeben. 1942 wurde in ganz Deutschland der Autobahnbau aufgrund des Krieges eingestellt. Seit dem 1. Juli 1940 war die Autobahn bis Weißenberg befahrbar, wenn auch nur zum Teil einbahnig. Weiter östlich wurde natürlich auch schon mit dem Bau angefangen. Deswegen ist auch die Brücke fertiggestellt. Da am 19. April 1945 die deutsche Wehrmacht die Spreetalbrücke zwischen Bautzen West und Bautzen Ost sprengte, wurde dann von Seiten der DDR festgelegt, diesen Abschnitt als Straße zu entwidmen. Hier wurde zwischen Bautzen Ost und Weißenberg ab 1966 die Getreidestaatsreserven der DDR eingelagert. Dazu wurden 66 Lagerhallen in Reihe gebaut, die die Betonplatten der Autobahn als Grundplatten nutzten. Das Gelände wurde eingezäunt. An der Autobahn erfolgte in der Zeit von 1945 bis 1990 nie eine größere Sanierung. Deshalb war sie über weite Teile in einem sehr katastrophalen Zustand. Es gab ja Geschwindigkeitsbegrenzungen bis runter auf 20 km/h. Ich fuhr ca. 1990 einmal mit dem Motorrad nach Bautzen und war neugierig, weil die Betonplatten hinter der Abfahrt weitergingen. Ich fuhr zwischen den Leitreflektoren durch und sah dahinter noch ein Stück freie Strecke. Aber nach einem Stück kam mitten auf der Fahrbahn eine Lagerhalle. Hier habe ich die Exkursion aber auch abgebrochen. Ich hatte damals Angst, erwischt zu werden. Ein Zaun gab es damals aber zumindest von der Autobahn aus nicht. Das wäre es erstmal kurz zu der Soda-Brücke in Timmendorf. Ich habe noch ein kleines Video zum Elster-Saale-Kanal und der Schleuse Wichte-Neutsch, die aus demselben Grund nie fertiggestellt wurden. Demnächst werde ich auch noch Videos machen zu einer weiteren Soda-Brücke und zur Reichsautobahn. Klickt bitte unten, um meinen Kanal zu abonnieren und um das Video zum Elster-Saale-Kanal zu sehen. Ciao.